Herzlich willkommen bei Apothekenfachkreis FM, dem ersten Podcast für Apotheken. Inspirationen, Anregungen und Impulse für eine bessere Kundenkommunikation im digitalen Zeitalter. Von und mit Michael Pieper und Norman Glaser. Schön, dass ihr wieder reinhört hier im Podcast vom Apothekenfachkreis. Mein Name ist Norman Glaser und ich habe mir heute für euch Martina Oppenländer eingeladen. Martina ist ausgebildete PTA und heute bei Aliud Pharma im Marketing für den Apothekenfachkreis verantwortlich. Freut euch also auf ein tolles Interview mit ihr, mit, wie ich hoffe, interessanten Learnings, interessanten und wertvollen Inhalten. Und nun viel Spaß. Martina, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Ja, sehr gerne, Norman. Super. Martina, stell dich doch vielleicht selbst noch mal kurz vor. Erzähl uns ein bisschen was über dich als Privatperson. Also wer ist Martina Oppenländer privat und was genau du bei Aliud machst? Also mein Name ist Martina Oppenländer. Ich leite den Bereich Marketing Kommunikation und beschäftige mich hier mit dem Apothekenfachkreis und unserer Facebook-Seite Gesunde Kompetenz. Das ist so meine Tätigkeit hier oder die Sachen, die ich hier bei Aliud Pharma mache. Mhm. Du hattest gefragt, wer ich als Privatmensch bin. Ich bin verheiratet und habe eine kleine Tochter, die ist gerade 14 Monate alt, genau heute auf den Tag. Schön. Und ja, die ist heute in der Kita. Mhm. Ja, und sonst, also man muss dazu sagen, ich bin zu Aliud Pharma gekommen, weil ich den Wunsch hatte, in die Pharmaindustrie zu gehen. Ich komme nämlich ursprünglich aus der Apotheke. Ich bin gelernte PTA, habe da auch in Vollzeit 5 Jahre gearbeitet und auch während meinem Studium noch gearbeitet. Ja, und habe dann mir als Ziel gesetzt, ins Marketing, in die Pharmaindustrie zu gehen. Mhm. Da bin ich. Da bist du genau, sehr gut. Du hast gesagt, gelernte PTA, finde ich super spannend. Unser Thema heute ist ja das Thema die Zukunftsperspektiven für PTAs in digitalen Zeiten. Erzähle uns doch vielleicht ein bisschen mehr über deine Zeit als PTA, in welchen Apotheken warst du unterwegs, dass wir so eine kleine Referenz haben, welchem Ort, vielleicht welche Frequenzen, vielleicht welche Kundenfrequenzen in der Apotheke waren, damit wir da ein genaueres Bild bekommen. Ja, also ich war in 2 verschiedenen Apotheken. Meine erste Apotheke war eine Stadtteilapotheke in Stuttgart. Also beide Apotheken waren in Stuttgart. Die eine war eher Stadtteil in einem Stadtteil. Ja, also man muss sagen, ich kann nicht genau einschätzen, wie viele Kunden es am Tag waren. Aber ich weiß noch, wie mein damaliger Chef mich sehr gelobt hat, als ich an einem Tag alleine 100 Kunden bedient habe. Das war was Besonderes in der Stadtteilapotheke. Als zweites hatte ich während meinem Studium war es dann so, da habe ich in der Innenstadt, also direkt in der Stuttgarter Innenstadt in der Apotheke gearbeitet und da waren 100 Kunden für mich am Tag keine Seltenheit. Da habe ich am Tag zwischen 120 und teilweise sogar 140 Kunden an einem Tag bedient. Mhm. In 8 Stunden natürlich. Jetzt kriege ich das im Kopf nicht ausgerechnet, aber wie viel Zeit bleibt dann pro Patient und Kunde bei 100 am Tag? Nicht sonderlich viel, muss man sagen. Ja. Also wenn man von 8 Stunden ausgeht, das ist dann nicht mehr so viel, wo dann einem zeitlich übrig bleibt. Klar, zu meinen Zeiten, als ich noch in der Apotheke war, war das Thema Rabattverträge in den Anfängen. Mhm. Man musste also nicht lange mit dem Kunden diskutieren, welches Produkt er jetzt bekommt und warum der Rabattvertrag jetzt so ist. Und letztes Mal war es so, da gab es die 3 günstigen, die Regelung mit den 3 günstigen, die es heute ja in dem Ausmaß nicht mehr gibt. Von daher, aber die Anfänge der Rabattverträge waren schon da. Mhm. Was so meine Lieblingsberatungen in meiner ersten Apotheke waren, das war das Thema Blutzuckertestgeräte, Blutdruckmessgeräte. Da war ich auch so ein bisschen bei uns spezialisiert drauf. Mein Chef hat mich da immer mit nach vorne genommen und hat gesagt, das ist unsere Spezialistin. Die müssen Sie fragen, wenn Sie was zum Thema Blutzuckermessgeräte, Blutdruckmessgeräte
Auslassungen, ja, wenn Sie da genauere Informationen haben wollen. Oder aber, was auch ein Thema war, was ich dann nachher eigenständig betreut habe, war das Thema Venenmessung und auch Kompressionsstrümpfe. Also es war auch so ein Thema. Ich habe den Kunden die Beine abgemessen, um dann maßangefertigte Strümpfe bei dem Hersteller anfertigen zu lassen. Also das war in meiner ersten Apotheke so meine Steckenpferde. In der zweiten Apotheke, die ich ja während meinem Studium war, da muss man sagen, da hatte ich jetzt kein so ein spezielles Thema, weil es natürlich auch hauptsächlich Laufkundschaft war in der Stuttgarter Innenstadt und da war so mein Lieblingsthema war immer Reiseberatung, muss ich sagen. Also Reiseberatung, ich selber reise auch sehr gerne, habe auch schon sehr viel, sage ich jetzt mal, von der Welt gesehen oder war schon an verschiedensten Orten von Guatemala über Neuseeland und Australien und von daher war das so eins meiner Lieblingsthemen, Reise zu beraten. Ja. Spannend. Vor allen Dingen, was ich so toll finde, ist, also A, ist die Beratung immer wichtig gewesen, ja, auch wenn du mal so Stoßzeiten hattest, wo viele oder eine hohe Frequenz in der Apotheke stattgefunden hat. Ich denke, das wäre auf einer Apotheke auf dem Land wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte, dass da wahrscheinlich der Beratungsanteil ein bisschen höher wäre oder deutlich höher wäre. Und zum anderen finde ich es spannend, dass du dich spezialisiert hast auf Themen, ja, mit dem Oder wie soll ich es ausdrücken? Vielleicht mit der Leidenschaft für ein bestimmtes Thema. Ja. War das damals euch überlassen, inwieweit ihr euch spezialisieren konntet? Konntet ihr euch das raussuchen oder hat sich das einfach ergeben? Also bei den Kompressionsstrümpfen war es so, dass ich eine ältere Kollegin hatte, die das Thema betreut hat, eine Apothekerin und die brauchte einfach noch jemand zusätzlich, der das dann, auch wo sie dann damals in Rente gegangen ist, das dann übernimmt, das Thema. Und ich habe schon während dem Ende meiner PT-Ausbildung in meinem Praktikum, habe ich da schon erste Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch das Thema Kompressionsstrümpfe mit in meine Abschlussarbeit mit reingenommen und habe auch während meiner letzten Prüfung, während meiner mündlichen praktischen Prüfung da rüber gesprochen über das Thema Kompressionsstrümpfe, hatte dann auch den Lehrern dort vorgestellt, wie man so einen Kompressionsstrumpf anzieht, an dem Modell. Natürlich nicht am eigenen Fuß, sondern ich hatte extra so einen Plastikbein dabei und hatte dann gezeigt, wie zieht man denn so einen Kompressionsstrumpf auch richtig an, weil da kann man sehr viel falsch machen. Und da war schon so ein bisschen die Spezialisierung auf die Kompressionsstrümpfe, die waren sehr früh gegeben. Das Thema Blutzuckermessgeräte und Blutdruckmessgeräte, das hat sich nach einer Zeit lang rauskristallisiert. Also da da bin ich halt immer mehr reingerutscht in das Thema und fand ich auch immer spannend. Also ich denke halt, es ist, was auch da für eine Technik dahinter steckt, weil das ist ja so, man gibt da vorne das Blut rein und es kommt die Zahl vom Blutzucker raus und das ist so ein bisschen, das ist, finde ich, schon spannend. Und früher waren die Geräte ja noch so, dass man dann Codes eingeben musste für die neuen Teststreifen. Das muss man ja heute bei den neuen Modellen gar nicht mehr. Oder insgesamt, es gibt, glaube ich, heute gar kein Modell mehr, wo man immer den neuen Code für jede neue Dose Teststreifen eingeben musste. Aber damals musste man das wirklich machen. Und da hatte ich dann viele ältere Kunden, die davor zu mir als junges Mädchen, ich war gerade 18, als ich mit der Ausbildung fertig, also gerade so, dass ich in der Apotheke anfangen konnte, gerade 18. Und da wollten die Kunden auch nicht so, ja, zu der jungen Frau möchte ich nicht, die hat keine Ahnung, so nach dem Motto, habe ich am Anfang häufiger gehört. Aber nachdem sich dann meine Spezialisierung in die Richtungen rauskristallisiert haben, waren dann nachher die Kunden, die am Anfang so gezweifelt haben, nach dem Motto, weiß die Junge eigentlich was? Die waren dann nachher ganz begeistert und wollten dann nachher teilweise nur noch zu mir. Also so aber wendet sich das Blatt. Ja, dann hat sich im Grunde deine Spezialisierung aufgrund des Bedarfs in der Apotheke entwickelt, kann man so eigentlich sagen. Ne? Ja, genau. Würdest du, wenn du mal so in das Heute reinspringst, also das war ja die Zeit, in der du selbst PTA warst, wenn du in die heutige Zeit reinspringst, wird das aus deiner Sicht heute immer noch so sein oder vielleicht auch zukünftig so sein, dass die PTAs eher die Spezialisierung aufgrund des Bedarfs in der Apotheke wählen oder dort reinwachsen oder wird die PTA sagen, okay,
ich interessiere mich einfach für ein bestimmtes Thema oder habe eine gewisse Leidenschaft für ein bestimmtes Thema und genau hier möchte ich meine Spezialisierung finden. Ich denke, es kommt zum einen auf die Apotheke drauf an, aber natürlich auch auf die PTA. Es gibt ja natürlich die Forscherin PTA, die sagt, ich will das unbedingt machen und sagt dann zu ihrem Chef und möchte dann da unbedingt hin. Oder es gibt halt auch die PTA, die dann vielleicht nicht so forsch ist und wo man dann nachher so den Weg so ein bisschen im Team oder mit dem Chef zusammengeht. Also ich war früher eher der ruhigere Typ und dadurch hat sich's bei mir eher so ergeben im Team. Heute bin ich nicht mehr ganz so ruhiger Typ und von daher wäre ich vielleicht heute, wenn ich heute in der Apotheke wäre, eher so diejenige, die sagen würde, ich würde gern das und das und das machen. Ja, ja. Ich denke, das kommt immer drauf an, wie man von einem, vom Typ ist, wie die Apotheke aufgestellt ist, wie das Team ist, und welche Aufgaben schon das ein oder andere Teammitglied übernimmt. Ja. Wenn ich richtig informiert bin, sieht der Markt ja tatsächlich so aus, dass sich die PTAs auch aussuchen können, wo sie arbeiten. Ne? Ja. Und dass ich dann natürlich auch denke, dass diese Spezialisierung auch dazu führen wird, dass eher so der andere Weg dann funktioniert. Ne? Also dass die Apotheke nicht sagt, ich wähle jetzt die PTA aus, sondern die PTA sagt, hey, ich habe eine Kompetenz in einem bestimmten Bereich oder einen Schwerpunkt, ja, und ich suche mir die Apotheke aus. Ja, ich denke, also das, was ich jetzt immer von meiner Seite her mitbekomme, ist, dass momentan PTAs händeringend gesucht werden, dass es immer weniger gibt oder beziehungsweise viele wie ich auch in die Industrie abdriften oder halt in die Industrie möchten. Und von daher sind es natürlich auch weniger PTAs, die dann wirklich in der Apotheke sind. Und die Ausbildung, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, zu meiner Zeit war es dann halt so, es gab eine staatliche Schule, aber es gab auch zwei private und die privaten musste man halt auch selber finanzieren. Mhm. Und es ist halt auch die Frage, kann ich es mir leisten, mir meine Ausbildung komplett selber zu finanzieren oder finanzieren mir meine Eltern das? Also ich war damals auf der staatlichen, weil mein Notendurchschnitt gereicht hatte, also der war so gut, dass man mich genommen hatte zu dem Zeitpunkt, aber ja, es gibt halt auch viele, die dann über die private Schule gehen müssen und da ist die Ausbildung dann halt auch nicht so günstig. Mhm. Muss man ganz klar sehen. Ja, ich würde gerne genau in diesen Moment nochmal reinspringen und diesen Moment auch für die Zuhörer ein bisschen aufklappen, auch weil es mich selber natürlich interessiert. Warum der Wechsel dann von der PTA in die Industrie? Also für mich war so, in der Apotheke war es halt, ich war in der Stadtteilapotheke, da war es dann immer relativ ähnlich. Wir hatten die gleichen Kunden. Ich habe für mich dann, dadurch, dass ich dann von eher von der Introvertierten eher ein bisschen extrovertiert wurde, durch die Förderung meines Chefs, habe ich dann gesagt, ja, ich möchte ein bisschen mehr. Ich bin dann stehen geblieben in der Apotheke, hatte keine in die großen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und habe gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr machen als Apotheker oder als Apothekerin. Das Studium konnte ich nicht machen. Ich war, man muss sagen, ich war der erste Jahrgang, der eine Fachhochschulreife damals mitgemacht hatte als PTA in der Ausbildung. Mhm. Und hatte dann natürlich den Fachhochschulabschluss. Und habe dann gesagt, also studieren wäre nicht schlecht, Pharmazie konnte ich nicht studieren, weil das geht nur mit einem echten Abi. Von daher habe ich gesagt, was mache ich, wie komme ich weiter, wie laufe ich nicht weiter auf der Stelle. Also habe ich mich dazu entschieden, Betriebswirtschaftslehre zu studieren an der Fachhochschule und ja ganz klar mit dem Ziel, in die pharmazeutische Industrie zu gehen. Mhm. So, jetzt bist du da, in der Industrie gelandet, bist im Marketing verantwortlich bei Aljut auch für den Apothekenfachkreis, der sich ja sehr stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt. Wie beobachtest du so die Reaktionen? Du bist ja jetzt auch sehr involviert und in Kontakt mit Apotheken und PTAs. Wie beobachtest du so auch die Entwicklungen in Richtung Digitalisierung, wie aufgeschlossen sind die Apotheken und PTAs generell dem gegenüber? Ich würde sagen,
die Apotheken werden immer aufgeschlossener. Also am Anfang war es noch ziemlich verhalten, auch so was neue Medien betrifft, Social Media Bereich, und es wird immer mehr, dass Apotheken auch eine Facebook-Seite haben, was ich auch sehr toll finde, weil man kann natürlich da noch enger in den Kontakt mit seinem Kunden treten. Also am Anfang bisher hat man den Kunden bis zur Tür begleitet, sag ich jetzt mal. Dann war der Kunde weg. Wenn es ein Stammkunde war, kam er wieder. Wenn es ein Laufkunde war, ist er dann erstmal, wenn er vielleicht das nächste Mal vorbeiläuft und ein Rezept oder was braucht, dann kommt er wieder. Aber ich würde mal sagen, nicht unbedingt. Jetzt über die Digitalisierung oder auch im Bereich Social Media kann ich natürlich auch so ein bisschen meinem Kunden was an die Hand geben, dass er mit mir weiterhin in Kontakt bleibt. Wenn er bei mir auf meiner Seite Facebook-Fan ist zum Beispiel von meiner Apotheke, dann habe ich natürlich da noch einen anderen Zugang zu meinem meinem Kunden als Apotheke. Und wir im Apothekensachkreis bieten mit unserem Newsletter oder den der Apotheker dem Kunden schicken kann und auch der Webseite natürlich weitergreifende Maßnahmen, um den Kunden an einzubinden und mit dem Kunden nach Hause zu gehen, will ich mal damit sagen. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr stark, weil ich beobachte ja auch, dass viele mit Digitalisierung den Ersatz von analoger Kommunikation verbinden. Ja? Also um es mal ganz platt zu sagen, das Fax wird ersetzt durch E-Mail. Das ist Digitalisierung für viele. Und was ich super interessant finde, ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich die Vernetzung. Ja? Egal, ob das jetzt Social Media ist oder die Vernetzung oder auch Kundenverbindung über die Website oder E-Mail-Newsletter oder dergleichen. Ich denke, auch die Kommunikation darf ja in der Apotheke nicht an der Apothekentür mit dem Patienten oder mit dem Kunden aufhören. Ja, und das war ja auch in den letzten Jahren immer so, wirst du sicher bestätigen können, als PTA ist der Kontakt zum Kunden eigentlich abgerissen, wenn er die Apotheke verlassen hat. Ja, auf jeden Fall. Also man hatte halt seine Kundenkarte, also bei hoher Stammkundenquote hat man schon seine Kundenkarten, wo der Kunde dann auch, sag ich jetzt mal, für seine Steuer dann einen Auszug zum Jahresende bekommen hat oder zum Jahresanfang, dann wenn das Jahr rum war, dass er die dann für die Steuer zum Einreichen hat oder um eine neue Befreiung zu, da ist man dann schon auf den Kunden zugegangen, hat man ihm das vielleicht auch nach Hause geschickt, aber man hatte nicht diesen Zugang, den man heute durch die Digitalisierung, durch Smartphones, durch das, dass die Leute auch mit Tablets daheim arbeiten, durch das die vielzählige Nutzung des Internets, kommt man halt noch danach auch noch mit dem Kunden in Kontakt und nicht nur in der Apotheke und nicht nur über einen Postschreiben oder einen Werbeeinwurf. Ja. Auch sehr schön, was du ja sagst, ist Dialog, ja, also dass eine Reaktion zurückkommt, das, was, denke ich, in den Apotheken bekannt ist, dass ich Informationen aussende, ne? Und wenn ich Glück habe, der Kunde vielleicht zurück in die Apotheke kommt mit seinem, mit dem Flyer oder mit dem Aktionsangebot und sagt, das würde ich gerne haben. Ja. Aber ich denke, auch das Miteinander im Dialog sein, miteinander in eine Interaktion zu treten, ja, was ich zum Beispiel auch toll finden würde, weiß ich nicht, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, aber so auch hinter die Kulissen Backstage zu gucken bei den Apotheken, wenn da mal was passiert oder wenn mal so eine lustige Situation ist, ja, oder die Vorstellung der drei Stammkunden in der Apotheke, also dieses authentisch sein, dieses echt sein, dieses persönlich, dieses anfassbare auch in die digitale Welt zu übertragen, ja. Also so wie ich Apotheken immer wieder auch kennenlerne, auch so meine Apotheke, in die ich gehe, das ist super persönlich, wenn ich dann vor Ort bin. Ich denke, das ist auch ein ganz großer Wert, ein ganz großes Vertrauen auch, dass die Apotheken haben, dass in dieser persönlichen Beziehung vor Ort in der Apotheke dieser Wert aufgebaut wird oder diese Kundenbeziehung besteht, sie aber digital nicht erlebbar ist, nicht abgebildet ist.
Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals einen Tag der offenen Tür hatten. Mhm. Und ich denke, das macht die ein oder andere Apotheke auch heute noch, dass sie die Kunden mal so hinter die Kulissen gucken lässt. So ein bisschen, ja, was macht man denn in der Apotheke? Es ist ja mehr als, sag ich jetzt mal, nur Arzneimittel zu verkaufen. Es ist ja dieses ganze Thema Rezepturen herstellen für den Kunden individuell eine Rezeptur, eine Creme zum Beispiel herzustellen oder auch im Labor dann bestimmte Stoffe zu überprüfen, ob die jetzt stimmen, dass ich sie nachher für meine Rezeptur verwenden kann. Solche Sachen kann man dann bei einem Tag der offenen Tür in der Apotheke dann natürlich auch mal zeigen. Und sowas könnte man heute über Social Media Kanäle spielen. Also das ist jetzt klar, man hat dann nochmal einen anderen Kontakt, wenn der Kunde dann tatsächlich vor einem steht, weil man kann dann zusätzlich auch was, sag ich mal, verkaufen oder was zum Ausprobieren anbieten, ob es jetzt ein Saft ist oder ob es jetzt irgendwelche Vitaminen-Brausetabletten sind, die man seinem Kunden direkt mal zum Probieren geben kann. Das kann man natürlich über Facebook und Co. nicht, aber man hat halt trotzdem die Möglichkeit, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, so wie jetzt du gerade schon sagtest. Aber ich finde, also das kann man dann auch schön verbinden miteinander. Ja, und finde ich super wichtig, vor allen Dingen auch das herauszustellen, wofür eine Apotheke ja tatsächlich auch da ist. Ja, also was ich eben nicht, und das ist ja immer die Diskussion auch, ne, Apotheke oder Versandhandel, ja, dass ich wirklich herausstelle und sage, genau das leistet eben eine Apotheke, ja, genau wie du sagst, mit Labor, der Herstellung von Produkten, ja, und auch diese ganze Story mal dahinter sichtbar zu machen in Form von, YouTube-Film oder Facebook Live oder überhaupt Postings oder einem Blog oder einem Podcast, so wie wir das hier machen. Ja, ich denke halt auch zum Beispiel, ich hatte ja vorhin das Thema Reiseberatung angesprochen. Ja. Wenn ich jetzt meine Reiseapotheke bei einem Versender auswählen würde, dann muss ich vorher wissen, was ich möchte. Wenn ich aber in die Apotheke gehe und jemand da habe, der selbst schon viel gereist ist, von dem bekomme ich einen ganz anderen Input. Also wenn dadurch, dass ich halt schon viel unterwegs war, konnte ich dem Kunden sagen, der jetzt zum Beispiel nach Südamerika ging, dass er unbedingt noch Produkt X, Y und Z brauchte und es nicht auf die, was er sich vielleicht selber ausgedacht hat, beschränkt ist. Und wenn er beim Versender bestellen würde, würde er sich vielleicht auf die drei wichtigsten Produkte beschränken. Und wenn er in die Apotheke geht, hat er dann halt durch die gute Beratung in der Apotheke, weiß er, was er alles noch dazu benötigt. Weil es reicht halt nicht nur aus, was gegen Durchfall und was gegen Schmerzen dabei zu haben, wenn man irgendwo in die tiefsten Wälder von Südamerika geht, sondern dass man halt um einiges mehr braucht. Und das kann man nur in der persönlichen Beratung rausfinden. Ja. Ob die dann jetzt von dem Apotheker über irgendwelche Live-Chats oder WhatsApp-Gruppen, die er mit seinen Kunden hat oder sonstiges ist oder direkt dann in der Apotheke, ist wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt vor meinem Rechner alleine daheim sitzt und mir beim Versender es zusammenstellt, das ist dann wieder was anderes. Ja. Ja, wunderbar. Also du hast es gerade gesagt, WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen oder Facebook-Fanpage, all das ist ja, wenn man es so will, das digitale Klientel, ne? Also die Community einer Apotheke. Und was ich auch so super spannend finde, ist, wenn ich jetzt mal deine Expertise von damals nehme, nämlich die Reiseberatung, ja, dann ist das ja durchaus auch Content oder sind das ja auch wertvolle Inhalte, die ja über die regionalen Grenzen hinaus interessant sind. Ja? Und dann kann ich natürlich über das Internet auch eine gewisse Skalierung herstellen. Und was ich damit verbunden eben auch super interessant finde, jetzt gleich mal so ein kleiner Impuls in Richtung Apotheke, kleine Idee, dieses Wissen, was du ja hast, zum Beispiel in Form eines E-Books herauszugeben, ja, also so ein vielleicht digitales Produkt zu entwickeln, das man für 1,99 € oder was auch immer dann online in der Apotheke kaufen kann. Ja. Also die Expertise der Apotheke selbst natürlich auch nochmal zu erhöhen beziehungsweise auszurichten. Ja, sowas ist, denke ich, für die Apotheken schon spannend.
Genau, ja. Sie müssen halt nur wissen, dass es sowas gibt, dass man sowas machen kann. Die digital affinen Apotheken wissen das heute schon. Ich denke halt, dass einige noch gar nicht so in diese Ideen eingetaucht sind, was man noch über eine eigene Website oder vielleicht, wenn man schon die ersten Schritte bei Facebook macht, darüber hinaus noch alles machen kann. Ich denke halt, es kommt auch immer drauf an, wo man jetzt ist. Wenn man jetzt eine ganz kleine Landapotheke, wo jetzt der Apotheker und seine Frau vielleicht noch als PKA mit drin steht, dann eine Apotheke hat, das ist dann ein bisschen schwieriger. Wenn es jetzt eine Stadtapotheke ist mit 15, 20 Angestellten und wo man dann die ein oder andere digital affine PTA mit drin hat, die sich dann auch um das Thema kümmert, sage ich jetzt mal, was geht ja immer um das Thema kümmern, sowohl auch in den Social-Media-Bereich als auch um den Kunden. Es geht immer ums Kümmern. Von daher ist es dann halt ja wichtig, dass man jemand hat, der das macht. Ja, und ich glaube, was man auch noch dazu sagen muss, ist, es darf natürlich nicht ein immenser Mehraufwand für die Apotheke am Ende sein, aber das ist ja auch das Schöne, dass nehmen wir die digitalen Medien oder die digitalen Kanäle sich ja auch zumindest teilautomatisieren lassen. Ja, man muss jetzt keine 8 Stunden in Facebook verbringen, um eine Community zu pflegen. Ja. Nee. Aber lass uns vielleicht noch hier an dieser Stelle noch so einen kleinen Werbespot einblenden für die Zuhörer, die den Apothekenfachkreis nicht kennen. Sei gesagt, und das ist ja genau dein Verantwortungsbereich bei Aliot Pharma, dass der Apothekenfachkreis zum einen also die Community, den Zusammenschluss von Apotheken darstellt und zum anderen natürlich digitale Services anbietet, die ich als Apotheke, als PTA nutzen kann, um mit meinen Kunden, mit meinen Patienten einen interaktiven Dialog herzustellen. Also um das jetzt mal so mit meinen Worten zu sagen, aber du kannst es gerne noch ergänzen. Genau, also der Apothekenfachkreis bietet dahin Lösungen, zum Beispiel den Newsletter-Versand an die Apotheken, wo auch schon Content vorgegeben ist. Also man muss sich nicht lang den Content überlegen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einrichten, dass meine Kunden regelmäßig, sag mal einmal im Monat, meine Angebote plus noch weitere Inhalte bekommen in einem Newsletter, dann muss nicht der Apotheker, der sich dem Apothekenfachkreis angeschlossen hat, muss er nicht eigenen Content entwickeln, also muss er nicht lang schreiben, was zum Thema XYZ, sondern dass er schickt seine Angebote mit, also die werden auch von uns erstellt, wenn er sie so haben möchte. Also wir bieten ihm die Möglichkeit an, dass er die eigenen Angebote auf einer Seite zusammengestellt bekommt und dass er sich dann alle anderen Themen, ob es jetzt Sonnenschutz, Erkältung oder Frauenthemen, Kinderthemen, Seniorenthemen sind, er sucht sie sich einfach aus und schickt direkt die an seine Kunden. Und so hat er relativ einfach auf schnelle Art und Weise innerhalb von, ich sag jetzt mal maximal 10 Minuten, sich eine Newsletter zusammengestellt, den er regelmäßig an seine Kunden verschicken kann. Das ist jetzt ein Part aus dem Apothekenfachkreis, was vielleicht, wir unseren vielleicht ganz kurz Apotheken an Ja, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle noch, nur damit das auch klar verstanden wird. Das heißt, der Apothekenfachkreis hilft den Apotheken, ihre eigene Newsletter-Liste aufzubauen. Und das ist, völlig branchenunabhängig, ein zentrales Online-Marketing-Tool, ja, um überhaupt in das elektronische Postfach der Kunden zu kommen. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja zum einen, dass ich natürlich meine individuellen Angebote da einbauen kann als Apotheke, aber eben auch Content vom Apothekenfachkreis zur Verfügung gestellt bekomme, um diesen E-Mail-Newsletter natürlich auch inhaltlich wertvoll für den Abonnenten zu machen. Genau. Ja. Mhm. Okay. Denn ein anderer Part ist, dass die viele Apotheken auch nicht so viel Content, sag ich jetzt mal, auf ihren eigenen Webseiten haben. Auch da unterstützt der Apothekenfachkreis mit
Content aus dem Apothekenfachkreis für die Apothekenwebseiten ist auch so ein großer Punkt, wie wir die Apotheken unterstützen. Natürlich haben wir unsere Service Terminal und unsere Service App. Der Unterschied zwischen dem Service Terminal und der Service App ist, dass ich die App natürlich auf einem Tablet transportiere und damit eine diskrete Beratung auch in einem Hinterzimmer machen kann. Das Service Terminal ist auch vorne immer im Verkaufsbereich und darüber kann ich zum Beispiel auch meine eigenen Angebote abspielen. Ich kann aber auch bei Kunden, die zum Beispiel nicht unsere Sprache sprechen, wenn es jetzt Englisch ist, das kriegt jede Apotheke noch hin, sag ich jetzt mal, in Deutschland. Aber wenn es jetzt dann schon an andere Sprachen geht, also ich spreche auch nur Englisch und kein fließend Spanisch oder kein fließend Chinesisch oder was auch immer. Von daher ist es ja wichtig, auch mit solchen Kunden zu kommunizieren, gerade in der Innenstadtlage. Also wir hatten viele arabische Kunden aus arabischen Ländern und da musste man dann halt gucken, wie spreche ich jetzt mit dem Kunden. Viele konnten Englisch, aber auch nicht alle. Und wenn es dann gerade bei so Themen sind, wenn jetzt die Frau irgendwelche Frauenthemen hat, und der Mann muss dann ins Englische, vom Arabischen ins Englische übersetzen und er musste dann wieder alles zurück übersetzen. Das ist dann so ein Thema, wo es dann halt besser ist, wenn man dann versucht, über das Übersetzungstool, was wir auch im Service Terminal und in der Service App haben, dass man dann direkt das übersetzen kann und nicht einen Mann oder gar einen Sohn als Dolmetscher zu haben, wenn es jetzt um irgendein Frauenleiden geht, finde ich jetzt nicht so passend. Ja, das heißt, lass mich das nochmal zusammenfassen. Das Terminal und die App ist ja im Grunde dieselbe Software, das sind dieselben Inhalte, nur das Medium ist ein anderes, während das Terminal eigentlich so in erster Funktion ein interaktiver Werbedisplay ist, ne, der Kunde oder der Patient in der Apotheke natürlich auch nutzen kann, um sich zum Beispiel in einer Indikation weiter oder tiefgehender zu informieren. Und vor allem, und das finde ich eigentlich das Spannende an diesen gesamten Services, die du gerade aufgezählt hast, ich kann mir die Inhalte vom Terminal nach Hause schicken und kann mich damit automatisch in die E-Mail-Newsletter-Liste der Apotheke eintragen. Ja? Genau. Und dieselben Inhalte, die auf dem Terminal tagesaktuell in einer Indikation, zum Beispiel Allergie, zur Verfügung gestellt werden, genau dieselben Inhalte sind auch dann über die Website der Apotheke verfügbar, um das eben zu Hause abrufen zu können. Oder eben im Newsletter, je nach Thema, ne, je nach Monatsthema meinetwegen, oder wöchentlichen Newsletter, wie auch immer, in der Frequenz. Was ich auch super spannend finde, ist dieser Website-Service, weil das ist dann doch ja immer ein sehr hoher Zeitaufwand für Apotheken, hier zu sagen, oh, ich muss aktuelle Themen einpflegen, ich muss vielleicht meinen eigenen Blog entwickeln. Ja? Also dafür scheuen sich natürlich viele, einfach aus Gründen der Zeit und vielleicht auch fehlendes Know-how. Also das alles kann man wirklich voll automatisieren und das Terminal stellt dann nicht zuletzt eigentlich wie so ein kleines Schweizer Taschenmesser auch noch die Möglichkeit zur Verfügung, interaktiv zu beraten. Das heißt, weiß ich nicht, da kannst du wahrscheinlich besser erzählen, wenn ein Inhalator nicht mehr funktioniert oder ich dem Kunden darüber informieren möchte, dann kann ich das tatsächlich in Form von Videos oder Bewegtbilder-Animationen zeigen. Genau, man muss ja sagen, Inhalatoren werden, ich habe es mal, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber in einem der Fachzeitschriften, ich denke, das war eine Zahl von über 50% der Patienten, die Inhalatoren bekommen, wenden sie falsch an, atmen nicht richtig ein. Und gerade beim Thema Asthma oder bei COPD ist es halt wichtig, dass es, dass der Wirkstoff auch richtig in die Bronchien richtig eingeatmet wird. Und daher ist es halt wichtig, dass der Kunde auch weiß, wie er den Inhalator richtig anwenden muss. Und klar, man hat in der Apotheke einen Dummy, man kann es mit einem Dummy vorführen, aber manche Kunden haben es gerne dann als Film, manche haben es gerne als, man kann es natürlich auch verbinden, also man kann einmal den Dummy mit nach vorne nehmen, man kann es dann auf dem Film anschauen und dann demjenigen nochmal nach Hause schicken, so kann er sich es auch nochmal wiederholt anschauen, um dann nachher wirklich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, dass nachher wirklich der Wirkstoff da ankommt, wo er auch hin muss. Okay. Das ist sehr häufig das Problem. Ja, ja.
Alle Informationen auf der Website www.apotheken-fachkreis.de. Ich denke, man kann das Ganze auch bei YouTube eingeben und wird dort weitere Informationen finden, wie das Ganze funktioniert. Nicht zuletzt einfach eine E-Mail schicken, dann denke ich, bekommen die Zuhörer jetzt für diese Podcast-Episode auch weitere Informationen. Martina, oder auf Facebook. Oder auf Facebook, hey. ich würde ganz gern mit dir noch mal zurück zum Thema Zukunftsperspektiven für PTAs in digitalen Zeiten kommen. Mhm. Wie hoch oder wie interessant oder wertvoll schätzt du das für PTAs ein, sich heute mit der Digitalisierung, mit digitalen Services, mit digitalen Tools auseinanderzusetzen? Wie wichtig ist das gerade im Hinblick auf die Zukunft aus deiner Sicht? Also ich würde sagen, dadurch, dass die meisten PTAs, ich würde sagen, die meisten sind mit einem Smartphone, Tablet schon ausgestattet, also privat auf jeden Fall. Von daher beschäftigt sich jede PTA, denke ich, schon mal mit diesem Thema, nur nicht vielleicht für ihre Apotheke an sich. Und da, denke ich, wäre es dann schon wichtig, sich auch mit für die Apotheke sich damit zu beschäftigen. Also, aber wichtig halte ich es auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es für jede Apotheke und für jede PTA wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Ja, und heutigen Zeiten. Und ich denke, und es gibt ja Projekte, wo versucht wird, die Apotheke digital abzubilden, nämlich übers Internet, ja, also wo die Beratung übers Internet stattfindet, wo der Versand von Arzneimitteln übers Internet stattfindet. Ich denke, eine ganz klare Positionierung der Apotheke heute ist ja auch dieses persönliche, dieses Vertrauen, diese Spezialisierung wirklich tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Und eine Idee, die mir gerade eingefallen ist dazu, warum nicht die spezialisierte PTA im Newsletter vorstellen, auf der Website vorstellen, bei Facebook posten lassen, also wirklich sich so ein bisschen auch als Marke sichtbar zu machen, ja, und sich damit wirklich als Apotheke auch in diesem spezialisierten Gebiet einfach auch zu positionieren. Ja, ich denke, es muss nicht immer der Chef sein, der sich damit auseinandersetzt, denn er hat in andere Richtungen so viel zu tun, dass es auch einfach eine PTA aus dem Team geben sollte, die sich einfach damit beschäftigt, die dann das Know-how aufbaut und um es dann zum einen an die Kollegen Teil des Know-hows weitergibt, damit auch jemand mal für sie dann einen Post schreiben kann bei Facebook etc. pp., aber auch, dass sie sich halt da in diesem Thema weiterentwickelt. Okay, also Kompetenzen digital sichtbar machen. Ja. Heißt natürlich auch, ne, dass man sich natürlich in der Apotheke als Team, wie du sagst, versteht und dass man sich auch als Team digital weiterbildet oder zumindest innerhalb einer Community oder eines Ausbildungs-, weiß ich nicht, oder Weiterbildungsangebotes da fortentwickelt, um einfach zu sehen, okay, wie sind denn die kommunikativen Bedürfnisse in der heutigen Zeit? Also wenn ich mir anschaue, und da brauchst du ja einfach nur mal durch die Innenstadt gehen, ja, wie viele Leute auf ihr Handy schauen, ja, dann kann man das auf der einen Seite natürlich negativ bewerten. Auf der anderen Seite ist es das zentrale Kommunikationsmedium. Ja? Und dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, kommuniziere ich als Apotheke mit meinen Kunden und Patienten denn auch mobil? Ja? Sind meine Inhalte denn auch mobil verfügbar und wertvoll? Das kommt ja immer noch dazu. Ja? Also nur eine Visitenkarte im Internet heißt ja noch nicht Erfolg, sondern es muss ja auch einen gewissen Wert haben und eine gewisse Aktualität haben. Ja, und der Erfolg muss auch gemessen werden. Also man muss auch wissen, wie kann ich denn nachher meine Seite auch auswerten? Woher weiß ich denn, ob da auch wirklich meine Kunden draufgehen? Oder der Kunde muss ja auch erstmal wissen, dass ich überhaupt im Internet verfügbar bin. Das ist ja häufig auch schon die Sache. Ist die Apotheke denn im Internet? Klar, wenn ich in die Apotheke gehe oder ich google häufig vor, um zu gucken, hat meine Apotheke um die Uhrzeit überhaupt offen, wo ich jetzt loslaufen will. Ja, absolut. Das mache ich meistens schon, weil wo ich jetzt hingehe bei uns im Ort da, die ist in einem großen Einkaufsladen mit drin und hat aber andere Öffnungszeiten.
Das heißt, wenn ich morgens zum Einkaufen gehe um 8, hat meine Apotheke noch nicht geöffnet. Also, die macht erst etwas später immer auf. Ja, das sind ja so fast. Muss ich auch immer. Ja, das sind ja fast Meta-Informationen. Also die setze ich ja schon fast voraus, ja, dass die Öffnungszeiten dann wirklich oder die Telefonnummer auf der Website natürlich steht. Ne? Aber was auch toll ist, was du gerade gesagt hast, auch diese Messbarkeit, das heißt Research zu machen, also zu forschen, die Zielgruppe wirklich aktiv zu fragen und sagt, was beschäftigt euch, wo seht ihr Beratungsbedarf, ja, welches Event in der Apotheke ist vielleicht für euch interessant. Also hier wirklich den Dialog tatsächlich zu nutzen und in eine Interaktion zu gehen, um dann das Angebot der Apotheke wirklich ganz klar an der Zielgruppe auszurichten. Das ist natürlich, glaube ich, auch nochmal ein Gewinn der digitalen Medien. Ja, oder auch, welches Event hat euch gefallen? Sollen wir es nochmal machen? Ja, genau. Ja, genau. Ja, solche Sachen, ja. Und man sieht ja häufig, wenn man eine Aktion macht, ob die Resonanz gut war, ob es viele Anmeldungen gab. Und dann kann man ja fragen, ob man es nochmal machen soll, damit dann diejenigen, die zu dem Zeitpunkt nicht zum Zuge kamen, die dann keine, sag ich jetzt mal, Kosmetikberatung oder keine Venenberatung oder einfach nicht die Zeit hatten zu kommen oder einfach nicht keinen Termin mehr bekommen hatten, dass man die dann wirklich nochmal über die verschiedenen Kanäle erreicht, um dann zu sagen, ja, wir bieten es auch nochmal an. Ja. Lass uns doch mal die Glaskugel aus der Schatulle holen. Und lass uns mal zusammen in die Zukunft schauen. Wie siehst du so die Apotheke so vielleicht in 3 oder 5 Jahren? Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Denkst du, dass sich die Kommunikation weiter dramatisch verändern wird? Also auch jetzt nicht nur von den Kunden, die dann per Smartphone irgendwie unterwegs sind, sondern dass sich dann natürlich auch eine Apotheke entsprechend neu ausrichten, neu orientieren muss? Ja und nein. Also ich denke, das Thema Beratung ist einfach das Steckenpferd, was die Apotheke haben muss. Und von daher dieses Thema, ich brauche die Apotheke, ich brauche, dass die Apotheke einen Notdienst macht, ich brauche, dass die Apotheke vor Ort ist, dass ich mein Arzneimittel schnell bekomme, und ich brauche die Beratung in der Apotheke. Deshalb ist dieses Thema, dafür muss die Apotheke einfach vor Ort bei mir um die Ecke sein. Mhm. Das ist das eine wichtige Thema. Die Apotheke an sich muss sich aber auch weiterentwickeln, dass sie auch in anderen Bereichen halt auftaucht. Also wenn sie nicht auftaucht, dann finde ich sie nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo neu vor Ort bin, noch nicht die Gegend kenne, dann suche ich ja auch erstmal bei Google, wo ist denn meine nächste Apotheke? Dann muss ich auch gefunden werden und wissen, ah ja, die Apotheke wäre jetzt für mich die nächste, da könnte ich jetzt mal hingehen und gucken, wie der denn so ist, ob die mein Angebot hat oder ob die so, also nicht Angebot im Sinne von Rabatten, sondern ob die die Beratung hat, die meinen Bedürfnissen entspricht, sage ich jetzt mal. Also nicht jede Apotheke berät gleich und von daher muss ich ja gucken, passt die Kommunikation zwischen demjenigen, der hinterm HV steht, zu mir. Also gibt derjenige mir so viel Informationen, die ich gerne haben würde, oder frage ich besser selber nochmal nach, oder gibt er mir zu viele Informationen? Es gibt ja Kunden, die wollen gar nicht die Informationen haben, aber es gibt ja Kunden, die gerne Informationen hätten. Es ist immer unterschiedlich. Also man ist eigentlich in der Apotheke ja verpflichtet, zu beraten, Informationen zu geben, aber es gibt halt auch wirklich Kunden, die sagen, nee, ich will jetzt nicht, ich habe keine Zeit, sparen Sie sich Ihre Beratung. Das gibt es ja auch. Und von daher, aber ich denke, dieses Thema Beratung, das wird so bleiben. Aber in den Apotheken muss schon in die Richtung Digitalisierung gegangen werden. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich denke auch, dass es nicht wichtig ist, sich nur über den Preis zu definieren, wie viele jetzt momentan in der Diskussion um die Versandhändler annehmen, sondern ich denke, es ist wichtig, dass man sich ja so als Marke, wie du vorhin schon gesagt hast, positioniert und dass man auch sich als Apotheke Aufmerksamkeit verschafft. Ja.
Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was wir auch vorhin gesagt haben, der Fokus natürlich auf die Region, ne, ganz klar, aber auch, und ich habe ja Sebastian Giemsch, PTA des Jahres 2016, auch hier im Podcast interviewt, fand ich super spannend, er ist spezialisiert auf HIV und Hepatitis beispielsweise, ja. Mhm. Ich könnte mir jetzt wirklich vorstellen, überregional, nämlich im Internet, und im Internet sind wir global, ja, wenn er das auf Deutsch macht, dann ist er zumindest im deutschsprachigen Raum der Experte für HIV und Hepatitis und könnte hier beispielsweise E-Books anbieten, er könnte Hörbücher zum Thema machen, er könnte, schönen Gruß an dich, Sebastian, mach dein digitales Business für deine Apotheke. Er könnte zum Beispiel Webinare anbieten, ja. Also das sind vielleicht auch, könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen, nochmal neue Einkommensströme für Apotheken, die mit Hilfe von digitalen Medien tatsächlich entstehen können. Das finde ich ein super spannendes Feld, gerade im Hinblick auf die Diskussion, dass es immer wieder um das Thema Preis geht oder Online-Versand oder generell Versandhandel, ja. Dass sich eine Apotheke hier wirklich positioniert und sagt, wir sind eine Marke, wir stehen für die Themen A, B, C und das natürlich verstärkt in der Region, aber auch über die regionalen Grenzen hinaus im Web, ja. Ja. Martina, wir sind fast am Ende unseres Interviews. Ich habe noch so eine kleine Frage-Antwort-Runde für dich vorbereitet, wie du weißt. Wenn du bereit bist, starten wir einfach mal. Ich stelle dir ein paar Fragen ganz schnell hintereinander und du antwortest einfach aus dem Bauch raus, ganz kurz und schnell, was dir dazu einfällt. Ready? Ja. Okay. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen? Also meine Eltern wollten mir kein Smartphone kaufen. Okay, alles klar. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Business? Man muss nicht alles wissen, nur wissen, wo es steht. Das wurde mir damals in der PTA-Schule mitgegeben. Okay, da kann ja das Internet auch gut helfen. Ja. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, das du selbst einsetzt? Also hier bei uns im Haus nutze ich sehr oft das Active Collab, weil wir hier sehr gut kommunizieren können und es meine E-Mail-Flut in meinem Posteingang mindert. Active Collab für unsere Zuhörer ist eine Projektmanagement-Software, ne? Kann ich das genau so sagen? Über der du quasi mit deinen Teams, aber auch mit externen Partnern und Dienstleistern korrespondieren kannst und natürlich Aufgaben verwalten kannst, ne? Ja. Genau. Okay, wir haben vorhin viel über Smartphone-Mobilität gesprochen. Wenn du auf dein Smartphone schaust, was ist so auf deinem Startscreen deine drei wichtigsten oder auch beliebtesten Apps? Meine drei wichtigsten, was ich am meisten nutze, also am meisten nutze ich WhatsApp, Facebook und die Apps von irgendwelchen Zeitungen, um da mich mit den neuesten Medien oder mit den neuesten News abzudaten. Ja, auch interessant, ne? Auch das, was wir vorhin gesagt haben, du kommunizierst und du informierst dich über dein Smartphone. Ja, also ich habe keine Zeitung mehr. Die haben wir irgendwann mal abgeschafft. Okay. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Wie heißt dieses Buch und worum ging es in diesem Buch? Also ich bin eher die Krimi-Leserin. Von daher lese ich eigentlich sehr gerne die Krimis von J.D. Robb. Also das ist ein Synonym von Nora Roberts. Und die hat da eine ganze Reihe geschrieben. Also sind mindestens, also das, was jetzt schon im Deutschsprachigen übersetzt ist, sind, glaube ich, bestimmt schon zwischen 12 und 15 Bücher, die ich alle daheim im Regal stehen habe. Also wirklich händische Bücher und keine digitalen. Und da geht es um die Zukunft, ums Jahr 2050. Also das ist so eine Polizistin in den USA, die so ein Detective, die Kriminalfälle löst. Ihr Mann ist so ein
ja, Multimillionär, der sehr in der digitalen Welt verbunden ist. Und das Ganze, dadurch, dass es sich im Jahr 2050 abspielt, da gibt es dann so Virtual Reality Räume, also nicht wie Brillen, wie jetzt bei uns es ja wirklich tatsächlich schon gibt, sondern da wird von Räumen gesprochen, wo man dann in die virtuelle Welt abtaucht. Und eigentlich bin ich nicht der Science-Fiction-Tipp, also ich stehe da eigentlich gar nicht drauf. Aber diese Bücher, also wenn da warte ich schon ganz gespannt aufs neue Buch, das zum Jahresmitte, Ende rauskommen soll oder übersetzt werden sein soll, weil in Englisch lese ich es nicht so gerne. Ja, aber schön auch, dass du noch so dieses haptische Buch brauchst, trotz deiner Affinität zu digitalen Medien, finde ich eben auch ganz wichtig, dass sowas auch nicht aussterben darf. Nee. Ne? Schön, kannst du uns zum Schluss, letzte Frage, noch einen Tipp mit auf den Weg geben, das digitale Zeitalter betreffend und wie wir dich am besten erreichen können? Also ich würde sagen, man soll immer versuchen, sich weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Ich rede jetzt nicht vom Hamsterrad, aber man muss sich weiterentwickeln, sich selber. Und nicht sagen, ja, jemand anders soll da eine, oder jeder ist dafür selber verantwortlich, dass er sich weiterentwickelt. Ja, schön. Genau. Wie erreichen wir dich? Ja, über meine E-Mail-Adresse, über meine Telefonnummer, über Facebook natürlich auch, habe ich auch natürlich meine Seite. Ja, Instagram und so sind nicht so meine Themen, also da bin ich noch nicht aktiv, aber Facebook auf jeden Fall oder dann halt E-Mail, Telefon, ja. Okay. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle alles, was wir hier in der Podcast-Folge genannt haben, an Internet, Links und Tools, sowie auch zur Büchersammlung von Martina Oppenländer, verlinken wir alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge zu finden auf der Website www.apotheken-fachkreis.de. In diesem Sinne, Martina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben es lange geplant. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich riesig. Ich denke, wir werden zwei Teile aus dieser Folge machen, die ja doch sehr lang geworden ist. Aber ich glaube, wir haben wertvollen Input geliefert, sind natürlich dankbar über jedes Feedback, was uns auf welchem Kanal auch immer erreicht. Freuen uns natürlich auch über eine Bewertung dieses Podcasts bei iTunes. Wie das Ganze funktioniert, findet man auch auf der Website. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und eine gute Zeit für dich. Ja, ich sage auch vielen Dank. War toll, war spannend und ich war am Anfang sehr aufgeregt, aber ich fand es klasse. Dankeschön. Man hat es nicht gemerkt. Du warst großartig. Danke. Dankeschön. Ciao. Tschüss.